Und damit herzlich willkommen zurück hier bei Let's Play Far Cry 3. Das letzte Mal haben wir ein paar Marihuana-Felder abgefackelt. Es war nicht einfach, aber wir haben es geschafft. Nicht einfach im Sinne von, hier waren viele Soldaten und viele Typen, die uns davon abhalten wollten und nicht von wegen, ich fackel nicht gerne Marihuana ab. Das vielleicht auch, aber das ist nicht aufs Spiel beziehbar. Gut. Wir wollen jetzt zum Funkturm, den ich schon auf der Karte markiert habe, um das Gebiet aufzudecken. Anschließend benutzen wir die Schnellreise und fahren einfach kurz zurück zum... Ach, da war unser Auto, richtig. Kriegen wir das da raus? Ja, ist okay, es kann keine ernst gemeinte Frage sein von mir. Oh, die behaken das schon wieder. Wir haben die letztes Mal noch verbrannt und jetzt machen die da schon wieder neue hin. Es bringt nichts, ihre Felder kaputt zu machen. Es bringt nichts. Sie lernen nichts draus. Und tschüss. Sehr schön. Beide erledigt. Wir haben übrigens noch einen Fähigkeitenpunkt frei. Den würde ich ganz gerne auch kurz noch einsetzen, bevor wir weitermachen. Ein paar. Oh, hier gibt es Tiere. Es ist ja klar, dass es hier Tiere gibt. Eine Goldkette, okay. Ja, ein bisschen Geld kriegen wir von denen. Mal hier, was wir denn in Fähigkeiten. Wir haben 6 Fähigkeiten. Was? 6 Stück? Hui. Die Spinne ist ja für die ganzen Aktionen, die auf Schnelligkeit oder Schleichen beruhen. Steinwand. Du erleidest weniger Schaden bei Tierangriffen und verringerst die Gefahr, von Gegnern umgestoßen zu werden. Ja, komm. Ja, machen wir. Das ist kein Problem. Messerwurf. Töte einen Gegner und benutze dessen Messer, um einen weiteren Gegner zu töten. Pro Messerwurf-Kill. Okay. Takedown und Verstecken. Achso, da müssen wir zuerst das hier machen. Ja, das war ja nicht so das, was ich haben wollte eigentlich. Du kannst Pistolen, MPs, Schrotflinten für... Ah, können wir machen. Finde ich gut. Setzt offene Visiere. Kannst schneller die Waffe wechseln. Okay. Ja, machen wir hier alles mal. Die zwei Sachen. Bogenschützen. Bewege dich in der Hocke schneller. Das ist gar nicht mal so blöd. Das möchte ich auch haben. Wir haben noch 2 frei. Da wir den Bogen im Moment eh nicht benutzen, würde ich sagen, wir gucken mal kurz hier. Verringerst den Schaden, den du durch Feuer erleidest, um 50%. Das ist sehr cool. Ausweichendes Fahren. 50% weniger Schaden. Okay. Erneuern 4 deiner Gesundheitsfelder. Ist auch nett. Du erhältst ein zusätzliches Gesundheitsfeld. Ist auch cool. Was ja gar nicht mal so blöd ist, ne? Ich würde sagen, wir nehmen die beiden hier noch mit dazu. Weil ich ja dafür bekannt bin, dass ich gerne mal ein bisschen Schaden erleide. Von daher ist das gar nicht mal so blöd, da mehr zu machen, ne? Aus der Hüfte brauchen wir nicht besser. Spritzen 25% länger brauchen wir auch gerade nicht. Brauchen wir auch nicht. Und das ging eigentlich bis jetzt auch immer ganz gut. Okay, gut. Ja, dann machen wir den Rest später wahrscheinlich mal. Ja, wir sehen, der Arm erweitert sich langsam mit den Tattoos. So, wunderbar. Autsch! Ich hätte nicht gedacht, dass die angreifen. Ey, bleib hier! Ja, okay. Gut, das können wir vergessen. Aber wir können die Tiere hier kurz halten. Ich weiß nicht, was die dabei haben, ne? Ein Beutewolffell. Aha. Aha. So, das ging schnell. Wir haben auch nicht mehr viel Munition hier mit dieser Waffe. Deswegen bin ich ganz froh, dass die so viel auf einmal töten kann. Ja, wir kriegen relativ gut hier die Beutefälle. Beutewolffälle. Sehr schön. Ich denke, hier nehmen wir einfach mal Beuterucksack voll, wie jetzt. Tun wir mal 2 Kräuter weg. Und zwar die... Ja, die gelben. Die haben wir bis jetzt eh noch nie wirklich benutzt, von daher... Obwohl, die weißen hatte ich ja extra letztes Mal. Ja, weg. Okay, gut.
Nehmen wir hier noch zwei von den Fällen mit. Ich weiß nicht, wofür wir die brauchen werden, aber die scheinen relativ selten zu sein. Deswegen würde ich die ganz gerne einfach mal einstecken. Das kann auf keinen Fall schaden. Und wenn wir die dann später aktiv jagen würden, wären wahrscheinlich nie welche in Sicht, wenn wir welche bräuchten. Deswegen, ne, nehmen wir alles mal mit, was wir kriegen können. Noch ein paar Blätter. Die Blätter brauchen wir gerade nicht. Ich würde ganz gerne einfach mal kurz hier noch den Turm irgendwie... Ah, da ist gerade ein Tier reingelaufen ins Haus. Das ist auch nicht schlecht. Ist hier noch eine Truhe vielleicht? Oh. Ah, dem ging es wahrscheinlich nicht so gut. Hat er sich mal hingesetzt. Ist hier noch eine Truhe vielleicht? Truhe? Truhe? Truhe. Keine Truhe. Na gut. Dann wollen wir hier mal hoch. Einmal hier die Seile hoch. Ich finde das Klettern immer noch ziemlich cool gemacht, aber ne, wie schon so oft gesagt, es erinnert doch sehr, sehr an Assassin's Creed, was mir irgendwie nicht so ganz gefällt. Huch, gerade noch was anderes geguckt. Weil das irgendwie alles so abgeguckt ist und man weiß ja, beides ist von Ubisoft und die würden sich da ja auch keinen Schaden mitmachen, wenn die einfach sagen, auch übernehmen wir aus dem anderen Spiel ein paar Sachen, die ganz gut sind. Ich habe ja auch generell nichts dagegen, nur beim Ego-Shooter solche Passagen einzubauen sind... Ja, es ist gefährlich. Es ist gefährlich. Außer man plant eben das ganze Spiel darauf, wie bei... Ja, bei welchem Spiel... War das nochmal ziemlich... Titanfall. Genau. Das ist ja jetzt... Ich dachte, er wäre ein Gegner, weil der Fall gerade auch da war. Das war ja auch darauf ausgelegt. Kann man sich ja dann denken, dass das auch dafür gemacht ist. Auch so für Parkour. Ah, dann gehen wir hier noch hoch, die Leiter. Cool, wir sind oben. Ja, wunderbar. Hier oben müsste ja noch eine Kiste sein, denke ich mal. Allerdings sollten wir dafür vielleicht auch mal den Rucksack ein klein wenig leeren. Wir sollten den auch noch mal... noch mehr vergrößern. Wir haben noch ziemlich viele Tiere dabei, ne? Ich habe keine Ahnung, welche wir davon noch brauchen. Ich würde sagen, so Hirschfell oder so kann man eigentlich immer ganz gut wegtun, weil die relativ gut auch wieder findbar sind. Ich würde aber ganz gern die ganzen Felle unten noch behalten, solange wir noch nicht alles haben aus dem... ne, von den Upgrades her. Weil ich nicht weiß, was wir von den Fällen noch alles brauchen werden. Wenn wir da schon relativ gut dabei sind. Wir können ja auch schon alle Waffen tragen und so. Ne? Sieht ganz gut aus. So, einmal zack. Und jetzt sollten wir eigentlich die Karte sehen können. Wunderschön. Ja, wir brauchen hier noch nicht mal runter zu rutschen. Haha. Tja, wer sich jetzt darauf gefreut hat, wird leider enttäuscht. Denn ich werde jetzt die Schnellreise einfach benutzen. Ja, das wird am einfachsten sein. Hier gibt es auch drei Lager in dem Gebiet. Wow. Ja, gar nicht mal so wenig. Und hier unten ist nochmal quasi eine ganz eigene Karte. Nochmal größer als hier oben. Ja, nochmal genauso groß vielleicht. Das ist schon echt heftig. Also was das Spiel hier an Aufgebot hat. Krass. Ich bin mal gespannt, wie lange wir noch für dieses Spiel brauchen werden. Wahrscheinlich haben wir jetzt gerade noch nicht mal die Hälfte. Hm. Naja, gehen wir mal zurück und gucken, was unsere nächste Mission sein wird. Oh, wir kriegen eine Gratiswaffe. Richtig, wir haben ja einen Turm gemacht. Da kriegen wir ja immer Gratiswaffen. Da sollten wir mal gleich gucken. Wir haben nur noch 5 Spritzen. Können wir auch mal gucken, dass wir nicht out of Spritzen gehen, aber im Moment ist noch nicht Eile geboten. Die Deutschen, was soll ich sagen? Die wissen, wie man was abfackelt. Hier ist dein Earpiece. Danke. Warst du hier mit deinen Jungs da draußen? Nein, nein, nein. Hat schon seinen Grund, warum ich die US-Flagge hier habe. Hier drin herrscht Zivilisation und Ordnung. Da draußen, im Dschungel... Die Synapsen in unserem Hirn verkümmern so allmählich. Man vergisst, woher man kommt, wer man ist. Ja. Also, was ist mit meinem Freund Oliver? Ich habe fast alles, um den Laden auszuheben. Ich spür's. Übrigens.
gewusst, echt populär. Tolles Wetter haben wir. Warum, Boss, planst du eine Parade? Dafür liebe ich dich, was? Du hast Humor. Das ganze Business ist zu knochentrocken. Außer dir. Also, was ist mit dem Weißbrot? Weißt du was, hier interessiert mich ein Dreck. Ist mir scheißegal. Wirklich? Was mache ich dann hier? Sobald du das Lösegeld hast, werden seine Freunde verkauft. Sein großer Bruder ist tot. Und mit dem Kleinen habe ich gemacht, was du wolltest. Bloß meine Schwester. Die tätowiert das Weißbrot. Jetzt hörst du mir mal gut zu. Deine Familie ist mir scheißegal. Du verdankst es mir, dass die dich nicht auf meine Autoantenne gespießt haben. Deshalb fände ich sehr gut, okay, wenn du Jason Brody, okay, nicht egal wer. Geht klar. Fantastisch. Ach, ich liebe dieses Wetter. Wie heißt dieses Dorf da unten noch? Bellastown? Einheimische Sympathisanten. Die haben ein Transportverzeichnis, das mir am Herzen liegt. Ich werde sie mal besuchen. Schön, dich zu sehen, Lars. Du musst dann wohl nach Bellastown. Ich wette, Oliver steht auf dem Verzeichnis. Wer hat es? Sag ich dir, wenn du da bist. Ich habe noch was zu erledigen. Du findest ja raus. Tja, dann mal auf nach Bellastown, ne? Gucken wir mal, was uns da jetzt erwartet. Allerdings würde ich ganz gerne kurz noch meine Sachen wieder vorher verkaufen, wo wir schon mal hier sind. Und wir lassen uns nicht nochmal voll labern von der Tante da. Ey, wo ist sie hin? Ein Mann namens Hoyt. Okay. Wo ist die Dame, die uns die Sachen hier verkauft? Ich würde gerne... Ey, gibt's ja keinen Verkaufsautomaten dann? Na toll. Ja, super, dann gibt's halt gerade keine Sachen mehr zu verkaufen. Keine Ahnung, wo die Frau hin ist. Hi. Na gut. Gucken wir mal hier. Guckst du? Wir sollen da ganz nach oben. Uiuiui, das ist natürlich eine weite Strecke. Und wir brauchen natürlich auch neue Munition, das ist klar. Deswegen werden wir einfach mal kurz da hochreisen. Holen wir uns da halt am Automaten. Da sollte ja ein Verkaufsautomat sein. Wenn hier, ja, wunderbar. Holen wir uns kurz hier neue Munition. Boah, ist die teuer! Ja, Erfolg, Geld aus dem Fenster. Ich glaub's auch. Warum ist denn die verdammte Munition so teuer? Oh, ich wollte noch hier verkaufen. Wir haben auch kaum noch Geld jetzt dadurch. Toll, und kriegen nur 180 durch Verkäufe. Ist ja nix. Wir müssen auf Geldjagd gehen irgendwann. Kaputter Teddybär. Können wir direkt schon wieder verkaufen. Er bringt gerade mal 12. Ich weiß auch nicht. Lohnt sich das? Ja. Ah, da hinten waren andere Typen noch. Die Fiesen. Nehmen wir uns hier noch die Truhe mit. Oh, ein bisschen Plunder drin. Egal, verkaufen wir jetzt mal nicht. Und fahren da hinten rüber zu dem Punkt, der uns auf der Karte angezeigt wird. Kann man hier durch das Lager? Ja, das sollte gehen. Hier einmal nach... So, wunderbar. Wow. Ja, ist schon manchmal ein bisschen frickelig mit den Autos hier. Allerdings müssen wir hier auch mal durchs Gebüsch durch kurz, denn... ja, da hinten geht es nicht weiter. Ist ja irgendwie logisch dann. Da hinten ist ein Gleiter sogar. Ist ja cool. Ich weiß nicht, ob die Straße uns dahin bringt, wo wir hinwollen. Ah, da unten. Okay, wir kommen hier unten weiter. Das ist gut. Ah, Nein. Nicht runterfallen. Okay, wunderbar. Ich wollte gerade schon sagen, jetzt machen wir nicht schon wieder hier einen Abgang, du blödes Auto. Gut, hier kommen wir zu dem... Willis, ich bin in Bellastown. Sehr schön. Da ist ein Schuppen mit Blick auf den Teich. Von da aus siehst du das Zentrum. Nicht erwischen lassen. Was? Darf mich nicht bemerken, okay. Haben wir hier... Ich weiß nicht, sollen wir den Gleiter nehmen oder hier runterrutschen? Ich denke, wir rutschen lieber. Das wird am einfachsten sein. Um auch nicht erwischt zu werden. Ja.
Immer hier rum und hier rein. Sehr schön. Ist hier. Warte, bis er weg ist. Sonst macht der Hähnchen süß-sauer aus seinem Freund. Ich will, dass euch klar ist, dass jeder, der diesen Wilden draußen im Dschungel hilft, endet wie unsere Freunde hier. Ist das bei euch angekommen? Du, lauf! Siehst du den Rotgestreifen in der Mitte vom Minenfeld? Deutlich genug! Viel Spaß, Jungs! Ist unser Mann. Du musst ihn da rausholen. Bist du krank? Er hat das Transportverzeichnis, das dich zu Oliver Castle führen wird. Ist sicher verschlüsselt, aber ich mach's, wenn du ein Foto schickst. Scheiße, Olli. Ja, großartig. Lange unbemerkt zum Beobachtungspunkt. Achso, sichere das Gebiet, bevor Rongo getötet wird. Okay, gut. Auf geht's. Okay, Jason. Mal los. So, wunderbar. Den hätten wir erledigt. Ja. Rutsch mal in Deckung. So, wunderbar. Das waren die beiden. Ich denke, wenn wir nicht jetzt so nach außen bemerkt werden, dann könnten wir das ganz gut schaffen, indem wir einfach die Gegner immer schön aus der Distanz erledigen mit der Sniper. Ich weiß nicht, haben wir hier noch nachgeladen? Ja, haben wir. Okay, gut. Dann lassen wir das erstmal. Ja, verdammt, ich habe die Waffe nicht gewechselt. Ich möchte den Flammenwerfer eigentlich nicht behalten. Der Flammenwerfer ist mir zu ungenau. Dafür müssen die Gegner quasi direkt an mir dran sein, was mir nicht gefällt. Und da ist ein Minenfeld. Ja, das haben wir ja super hinbekommen. So außen rum. Okay, gut. Ja, gerade noch gemerkt, dass die da alle durchgelaufen sind, ne? Aber, na gut. Erinnert mich irgendwie an die Szene aus, ich glaube, Rambo war's. Ich meine, in Rambo war genau so eine Szene. Ich denke, wir müssen hier rüber. Da vorne hin. Oh, da sind Minen. Na gut, wir wurden jetzt nicht wirklich verletzt, von daher ist alles gut gelaufen. Kriegen wir sogar noch ein bisschen Zeug. Ist ja wunderbar. Hallo. Agent Willis Huntley bat mich, dich rauszuholen. Er meint, du kannst mir helfen, einen meiner Freunde zu finden. Sag mir jetzt erst, wo Oliver ist. Nein, ich muss vorher zum Dorf. Ich sag es dir dann dort. Flucht nochmal. Okay, mir nach. Wir müssen das Feld überqueren. Nein! Ich wollte... Na klar, logisch. Wir sind tot. Es geht in dem Spiel schneller, als man denkt manchmal. Also es ist echt krass. Nur weil ich jetzt einmal daneben geschossen habe, hat der Gegner uns quasi direkt ohne Umwege ausschalten können. Was ich ein bisschen blöd fand. Naja. Wir müssen das Ziel erreichen. Ich weiß, wo die Minen sind. Ich denke, das ist gar nicht mal so dumm, wenn ich ihn unterstütze, indem ich hier einfach so ein bisschen mit der Sniper draufhalte. Und natürlich geht das so nicht, denn... Soll das ein Witz sein? Sag mal, Rongo, was bist denn du für ein Vollidiot? Rennt der einfach nach vorne und lässt sich umschießen? Soll ich mich jetzt opfern oder wie? Ich will auch nicht da... dahin, dass er mich die ganze Zeit abschießen kann. Die schießen auf mich! Ja, ich weiß, auf mich auch. Wir müssen das Dorf erreichen. Folge mir. Ich weiß, wo die Minen sind. Ja, schön. Ich weiß auch, wo die Minen sind. Glaube ich. Ich würde mich gerne heilen. Okay, gut. Das wäre erledigt. Die Minen fangen nämlich an zu blinken, wenn man bei ihnen ist. Was eigentlich ziemlich blöd ist für so Minen. Weil sie eigentlich versteckt sein müssten. Na egal. Irgendwie ist das Visier ein bisschen blöd. Ich glaube, ich muss das mal austauschen gegen so ein Rotpunktvisier. Ansonsten kann man hier echt schlecht was erkennen. Na gut, diesmal
Hat er sich nicht ganz so schnell umschießen lassen? Ich hoffe mal, er überlebt jetzt auch noch die Zeit. Und jetzt hat einer gestoppt. Ja, komm! Klingt irgendwie wie der andere Kerl aus dem Dorf, der uns früher mal die Aufträge gegeben hat. Ich weiß ja wieder nicht, wie er heißt. Na, wir sollten uns mal schnell wieder heilen. Heilmittel kriegt man ja zum Glück genug hier in diesem Spiel. Also, das ist nicht das Problem. Nur man muss sich halt immer schnell genug heilen. Damit man nicht verreckt. Ich denke, das ist der Trick auch an diesem Spiel. Dass man sich einfach immer schnell genug heilt. So, komm, lauf! Wow! Hol mir das Zeug und verschwinden hier. Wir haben hier nichts mehr zu suchen. Scheiße, ich wurde beraubt. Wo ist es? Tja, ist die Frage, ne? Auf jeden Fall gibt's hier Munition. Das gefällt mir schon mal ganz gut. Er durchsucht da unten alles. Das ist schön. Hey, deck mich, während ich suche. Oh, hier gibt's Minen. Mach schon. Finde die Dokumente nicht. Beschäftige sie. Ja, ich beschäftige sie doch. Da ist jemand beim Haus. Da sind noch zwei. Nur zwei. Ist doch alles easy. Achso, da hinten sind noch mehr. Oh. Kommt hier gerade einer hoch? Nö, ne? Nö. Alles kein Problem. Oh, das ging schnell. Ziemlich guter Schuss gerade. Er sucht immer noch. Sag mal, wie lange willst du denn noch suchen? Den haben wir. Okay, der ist auch weg. Ich mag das Gewehr hier. Also bis auf den Sound. Der Sound ist mir irgendwie ein bisschen zu... ja, das zum Thema super Schießen und so, ne? Der Sound ist irgendwie ein bisschen seltsam von dem Teil hier und ich überziehe gerade gnadenlos die Folge. Mach jetzt! Ach. Also manchmal verziehe ich echt ganz komisch. Naja, was soll's. Oh, da kommt noch einer. Zur falschen Zeit nachgeladen. Hey, komm her. Könntest du dich mal... Hier danke. Ich hab das Transportverzeichnis. Da hat er lange gebraucht für. Ich fotografiere das mal für Willis. Okay, wunderbar. Willis, hast du das Bild? Diesen Code kann ja ein Neandertaler lesen. Entschlüsselte Koordinaten gesendet. Oliver ist auf der alten Straße. Gut, bin unterwegs. Erfolg, wunderbar. Haben wir wenigstens die Mission jetzt noch hier zu Ende gebracht. Was? Fange den Konvoi mit Oliver ab. Okay, ja, das ist dann die nächste Mission, ne? 2000 XP bekommen... Fähigkeitspunkt erhalten. Ach, schön. Kriegen wir noch ja, was über heute gesagt, aber neue Anleitung. Scharfschütze. Aha. Können auch kurz einen Fähigkeitspunkt verteilen und dann sind wir schon fertig hier. Vielleicht können wir mal hier kurz gucken, was es hier später noch gibt. Okay. Hm. Waffen. Okay. Revolver Held Takedown. Doppelter Tod. Nee. Das brauchen wir alles nicht. Finde ich irgendwie blöd. Finde ich die Sachen hier eigentlich schon ein bisschen attraktiver. Ein Sechster deiner Gesundheitsfelder, das brauchen wir nicht, denke ich. Wir können uns noch ein weiteres Gesundheitsfeld machen oder weniger Brandschaden. Ah, oh, uns mehr Gesundheit, glaube ich. Hier haben wir eh schon fast alles. Ja. Mehr Gesundheit. Mehr Gesundheit für Jaden. Das sieht ganz gut aus. Wunderbar. So, einmal schön tätowiert und top. Sehr schön. Gucken wir mal kurz auf die Karte.
Holen wir uns noch da hinten eine, diese Truhe. Eine Truhe sehe ich gerade noch auf der Karte, wenn wir uns die geholt haben. Beende ich auch den Part an der Stelle. Autsch. Hat er sich gerade... Ist er gerade gestolpert oder was ist da passiert? Sah gerade etwas seltsam aus. Naja, nimm mal die Kiste mit hier. Ja, schöne Muschel. Ach, hervorragend. Na gut, dann würde ich sagen, ich bedanke mich fürs Zuschauen bei euch und wir sehen uns dann beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter Far Cry 3 spielen. Bis dahin, euer Powerpilz. Ciao.